Herzlich willkommen zu Let's Play City Skylines und zu meiner Wenigkeit, den Capella. Ja, unsere Stadt wächst und gedeiht. Unsere erste Buslinie ist auch schon da und Nendorf ist meines Erachtens immer noch die schönste Stadt bislang. Und wir müssen mal gucken. Ich habe da heute so einige kleine Ideen, die wir dann auch als Nuance setzen wollen. Jedenfalls habe ich da einige Ideen. Ich würde sagen, wir beenden gleich mal den Cinematic-Modus und werden gleich in das Spiel mit einsteigen. So schön es auch ist. So, hier ist unser Nendörfchen. Nendorf soll ja auch nicht allzu groß mehr werden. Wir können uns zwar immer noch überlegen, ob wir hier expandieren wollen. Ob wir es machen, wissen wir zwar noch nicht. Aber eine Möglichkeit wäre es. Aber die möchte ich mir noch offen halten. Was ich viel eher tun wollen würde, ist nämlich, weil wir das untere Gebiet hier eh nicht benutzen können, habe ich mir gedacht, dass wir denn Mauern und Zäune wollen wir nicht haben, sondern ich wollte eigentlich, wo ist denn das? Hier. Straßenwege haben. Beziehungsweise so, ja, allgemein halt Wege. Pflasterwege. Dass man da halt langlaufen kann. Und ich dachte mir, das passt vielleicht ganz gut, weil dann können wir nämlich gewisse Punkte einfach mal verbinden. Können ja auch mit dem Kurventool hier arbeiten. Was war denn? Ah, ja. Ja, mache ich es lieber so. Denn, was sollen wir hier großartig sonst noch machen? Das könnte halt ein langer Fahrradweg werden oder Laufweg, ich weiß es nicht. Weil was anderes bleibt uns da erstmal gar nicht übrig, glaube ich. Und deswegen dachte ich mir, bin ich ein bisschen kreativ und werde hier gewisse Punkte verbinden. Wo denn die Leute denn halt, ja, hinlaufen können, wie auch immer man das sehen möchte. Nur schade, dass gewisse Verbindungen hier immer so komisch anecken hier. Okay, also wir haben hier eine kleine Anbindung und ich würde ganz gerne, ja, müssen wir mal schauen, wie wir das handhaben wollen. Wir können das ja eigentlich theoretisch auf der Seite auch nochmal mit fortsetzen. Erstmal, vielleicht aber doch noch als kleine Kurve vielleicht. Ich weiß es nicht, ob wir das so haben wollen. Ja, lassen wir erstmal so. Und ja, dann werde ich jetzt mal ein bisschen... Müssen wir mal schauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil das sieht ja schon scheiße aus hier mit dem ganzen Kram. Ich will das irgendwie schön abgrenzen. Dass man es gar nicht mal so richtig sieht. Hier habe ich mir gedacht, kommt richtiger tiefer Wald hin. Hier so zur Abschäumung ist auch schön, zur Abschirmung. Und hier dachte ich mir eher, dass wir da ein bisschen was Dekoratives machen, weil das sieht ja dann doch schöner aus, wenn die Gebäude, sage ich mal, ein bisschen abgeschirmter sind. Ist schwer gerade zu erklären, aber ich probiere einfach mal mein Bestes. Lasst euch überraschen, was ich hier vorhabe. Und zwar dachte ich da eher an... Es gab doch gewisse Accessoires, die man doch immer benutzen konnte, egal wo, genau. Genau die will ich nämlich haben. Und zwar geht es nämlich um die Hecke. Die Hecke können wir nämlich super gut benutzen, um erstens mal was abzuschirmen. Wie ich finde. Ist zwar eine Scheißarbeit, ich weiß. Ah, das ist nicht so perfekt. Obwohl meine Maus eigentlich relativ gut eingestellt ist, was das betrifft. Wir müssen mal gucken, dass wir hier eine kleine Kurve reinkriegen. Das wird wahrscheinlich nichts. Es soll eine Hecke werden, die halt die Grundstücke ein bisschen auseinanderhält. Oh, das ist natürlich doof, dass der Baum da... Aber gut, lassen wir ihn da... So.
So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und upsala, Hilfe. Dann wollen wir das natürlich da fortsetzen. Bam, 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 bam. Ich weiß, viele fragen sich wahrscheinlich, mein Gott, mach doch lieber die Stadt weiter, das wird doch gerade gebraucht. Ich bin aber so der Typ, es muss schon geil aussehen. Und guck mal, die Leute benutzen sogar den Weg, warum auch immer. Bislang macht es keinen wirklichen Sinn, aber ja, schön, wird benutzt. So haben wir immerhin hier schon mal eine gewisse Abzäunung vom normalen Gebiet. Ich weiß auch gar nicht, ob das anerkannt wird von der Stadt, so als Abschirmung, aber wir gucken mal. Die Polizei wieder im Einsatz. Ups. Jetzt werde ich aber schluderig hier. Ah, das ist doof. Ah, gerade mal so. Okay, kam gar nicht. Okay. Das heißt, wir können dann hier im Außenbereich dann schön mit Bäumchen arbeiten. Gerne ein bisschen verspielter, ein bisschen wilder, sage ich mal. Müssen wir mal gucken, welche Bäume wir dann wieder nehmen. Ich glaube, wir machen einen bunten Mix aus vielen. Irgendwie wollen wir das ja schon ein bisschen. Ja, der Baum direkt an der Straße. Das ist natürlich. Bam, 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 bam. So ein paar farbliche Akzente wollen wir ja doch noch setzen hier mit etwas anderen Bäumen. Ah, ich mag diese Mucke, ne? Der Tonne-Macke weg! Das macht so Spaß und das ist so toll. Der Kapella kann singen und das kann er auch gut. So, das ist ja hier ein bisschen verwildert. Das soll auch so aus. Soll auch so aussehen wie verwildert. Das ist too much. Was hatten wir? Das hatten wir, ne? Glaube ich. Ja, die Leute benutzen das. Die finden das cool. Und es gibt da nichts Schöneres als so ein Weg hier. Und was natürlich cool wäre, wenn wir hier natürlich auch einen Fahrradweg anbauen würden. Aber leider sieht das ein bisschen scheiße aus, wie man erkennen kann. Da frage ich mich gerade, warum eigentlich. Ah, nee, das machen wir dann nicht. Das ist ja doof. Hätte ich jetzt ein bisschen was anderes erwartet, aber nun gut. Zooweg. Nee, wollen wir nicht. Okay, also wir haben hier schön abgeschirmt. Und rein theoretisch. Was hab ich dann? Naja. Machen wir hier noch so ein bisschen. Deko-Weg. Interessant, dass die Leute es benutzen. Ich hätte es nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ich bin da immer noch total überrascht, dass das genutzt wird. Ich meine, theoretisch gibt es da hier nicht viel Nutzen für den Weg. Außer man hat Bock von der Arbeit, irgendwie von der Agrarwirtschaft da irgendwo zum Geschäft laufen zu wollen. Denn ja. Okay. Da-da-dam. Gut, mehr können wir, glaube ich, erstmal so nicht machen. Aber so ungefähr habe ich mir das vorgestellt, weil so ist das Dorf nämlich, sage ich mal, ist so eine klare
Linie zu erkennen vom Dorf, wo dann noch Feierabend ist, so nach dem Schema. Und ich finde das gar nicht so verkehrt. Wir können überlegen, ob wir hier noch eine Verbindung machen wollen. Aber rein theoretisch müssen wir es nicht. Aber damit können wir schön arbeiten mit diesem Tool. So. Ich hatte ja auch die mittleren Bäume, da hatte ich ja irgendwie was ganz Interessantes. Das waren die da oben. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da, ja, müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das hegen wollen. Weil ich will ja so eine Art künstliche Wand erstellen. Ja, also, dass man erkennen kann, okay, da ist so gesehen Dorf Ende. Da kommt dann eigentlich schon mehr oder weniger Waldgebiet. Das wird natürlich ärgerlich, wenn wir da was hinbauen, was vielleicht noch erst in der Zukunft kommt. Aber nichtsdestotrotz dachte ich mir, fangen wir damit schon mal an. Ich klicke mir hier gerade einen Wolf ab. So, das werden wir natürlich noch mit anderen Bäumen ein bisschen verfeinern. Weil so sieht das erstmal recht doof aus. Aber wir wollen ja auch hier eine gewisse Wand erstellen und die Stromleitung soll man ja auch nicht unbedingt erkennen. Auch wenn das hier ganz schön eng geworden ist. So, wir müssen ja bald am Flussende angekommen sein. Ich hoffe doch. So, jetzt können wir hier wieder ein bisschen größer werden. Oh, mein Finger tut weh! Schade, dass es keine Option gibt, dass man gedrückt hält und dann baut, aber... So. So kleine Nuancen setzen mit den etwas anderen Farbbäumen. Dann sticht das nicht so doll ins Auge, wenn man da verschiedene Bäume hat. So haben wir denn unseren künstlichen Wald erschaffen. Ja, sieht zwar, ja, könnte besser aussehen, schöner aussehen, aber ganz im Ernst, mir gefällt's. So haben wir es ein bisschen abgegrenzt. Und vielleicht machen wir hier auch komplett dicht. Ihr wisst, was ich meine. Schaden kann es ja nicht. Wir wollen ja die... Wir wollen es so realistisch wie möglich halten. Ich glaube nicht, dass wir hier unten noch was bauen werden. Jedenfalls habe ich mir das so vorgestellt. Und deswegen schließe ich das denn auch so ab, möchte ich sagen. So. Okay, genügend Bäume. Das ist sonst ein bisschen too much. So, hier machen wir natürlich genau das Gleiche. Ihr seht ja diesen Umkreis vom Industriegebiet. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir da Abstand halten. Weil ansonsten sehen die Bäume nämlich absolut unschön aus. So, wenn es hier mal brennt, haben wir echt ein Problem. Weil das brennt sich einmal durch. Kann ich euch jetzt schon so garantieren. Das ist immer der Nachteil, wenn man so schön dekoriert. Denn hast du dann auch dementsprechend natürlich viel Arbeit, wenn es dann mal brennen sollte. So, nichtsdestotrotz hätte ich noch ganz gerne ein paar Lampen. Ich meine, wir haben ja schon da zwar ein paar Lampen, aber so irgendwie finde ich das so nicht so geil. Hier machen wir mal so einen Wegweiser hin, das würde ja passen. Und auf der einen Seite machen wir hier mal immer in jedem Abschnitt, jeder Pause hier so eine Lampe hin. Das müsste eigentlich ganz gut passen. Und ja. Theoretisch könnte man da draußen einen Park machen, richtigen, glaube ich, aber nee, das ist jetzt wirklich nur Deko. Ganz normale, stinknormale Deko. Mehr soll es nicht sein. So, Mülleimer. Machen wir hier natürlich auch hin, aber nicht allzu viele, weil da willst du rein theoretisch ja auch logischerweise nicht immer hier den Müll entleeren. Aber an ein paar Stellen kommt auf jeden Fall Mülleimer hin.
dass die Leute da ihren Zeug reinwerfen können. Auch wenn sie es hier so in dem Spiel gar nicht mal tun. Aber rein optisch gesehen passt das dann noch ganz gut. Können sie ihren Müll wegwerfen. So, natürlich wäre es doof, wenn wir diese Verbindung hier nicht hegen und pflegen würden. Wo war denn der normale Kiesweg? Ganz am Ende. Ja, da. Na, guckt euch das doch mal an. Das ist doch schön. Oder? Das passt doch mal. So haben wir eine Verbindung. Klar, klar, die Straße zwar nicht. Da müssten sie erst rüberlaufen und die Möglichkeit haben sie gar nicht. Sehe ich gerade. Aber nun gut. So, so hätten wir es ausgegrenzt, abgegrenzt. So möchte ich das nennen. Und vielleicht mache ich hier die Abgrenzung. Wo war denn das nochmal? Das war bei dem Tool. Da. So, für alle, die sich fragen, warum arbeitest du denn mit so einem geringen Zoom? Mehr geht nicht. Ich weiß, ich könnte Add-ons installieren, die mir da sicherlich helfen würden. Aber ich will ohne Mods arbeiten, erstmal. Ich weiß, mit Mods sind viele Sachen möglich. Auch tolle Sachen. Und auch größere Sachen kann man machen. Aber nicht desto trotz. Okay, ich würde sagen, das sieht gut aus. Und eigentlich würde es passen, wenn wir hier noch eine Verbindung machen würden. Nur rein optisch gesehen, glaube ich, passt das. Deswegen gucken wir mal. Nee. Ach, Leute, warum? Anbindung aus. Ansonsten klappt das nicht, so wie ich das will. So. Die nächste Verbindung. Und ich würde sagen, die Verbindung lassen wir dann. Vielleicht können wir uns hier noch eine Verbindung zulegen. Ja, okay. Sehr schön. Okay. Das hätten wir. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So, mit O. Genau, unsere Wirtschaft. Wir haben gerade die Nachfrage, wie en masse, dass wir Agrarwirtschaft kriegen und beziehen. Und ich würde dann auch, ja, den Menschen natürlich die Möglichkeit geben, das auch zu tun. Dann würde ich dann aber sagen, dass wir hier dann noch ein bisschen mehr Felder bauen lassen. Das sieht doch gut aus, oder? Sieht das gut aus? Ich finde ja. Können wir doch eigentlich so lassen. Hier wird zwar echt ordentlich Verkehr sein, weil Baum halt, aber wir müssen mal gucken, ob wir das denn lösen irgendwie. Das könnte schwierig werden. Aber ich finde, das passt hier halt einfach so gut rein. Das können wir doch nicht ungenutzt lassen. Die ganze Agrarwirtschaft. Oh, mir fällt... Haben wir? Haben wir. Okay. Dann passt das ja. Okay, baut, baut, baut. Und wir können uns überlegen, ob wir hier nicht was ändern wollen. Der Basketballplatz ja ist an sich ja nicht verkehrt, aber irgendwie passt er da jetzt gerade so nicht rein. Ich würde sogar eher sagen, dass wir ihn... Das sind die Geschäfte, ne? Scheiße. Boah, was da alles abgerissen werden muss, nur für den Basketballplatz. Na gut, dann ist das so. Es wird ja weitergehen. Es wird ja weitergehen. Wir werden hier mal die Straße... Muss ich mal gucken. Ja, ja. Ihr merkt, es ist nicht so ganz perfekt. Die Mucke, ne?
Okay. So, dann müssen wir unsere Gebiete ein bisschen erweitern. Denn Nendorf wird größer. Kann ich euch jetzt schon garantieren. Wir machen das ganze Areal hier mal oben zu Nendorf. Ja, das ist halt Nendorf, wie es leibt und lerbt. Und das gehört alles dazu. Der ganze Bereich hier. Auch der untere Zipfel da. Da, 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 da. Nendorf wird größer. So soll das auch ja sein. Das sieht so geil aus! Liebe Leute. Wir werden gleich bauen. Das müssen wir ja tun. Wir bauen uns eine kleine Stadt und ein kleines Dörfchen auch noch dazu. Da, 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 da. Da, da, da. So, Wasser habt ihr, Leute. Abwasser meckern sie aber gleich wieder. Strom haben wir genug. So, das sieht schick aus. Da können wir nichts gegen sagen. Außer, dass ich die Bäume hier wahrscheinlich noch hinzufügen möchte. Kapitel, du und deine Bäume! Irgendwann lese ich das in den Kommentaren. Aber das sieht doch so smoothie aus. Mit dem Bäumchen. So, meine Frage ist natürlich, ja, die müssen alle da drüber fahren, ne? Und hier ist ja die Autobahn. Aber ich finde, die Autobahn passt da ganz gut. Auch wenn die Verbindung noch nicht so ganz gut gegeben ist. Was wird denn hier gemeckert? Warum wird hier was abgerissen? Liebe Leute. Weil hier dachte ich mir, könnte man auch noch Agrarwirtschaft machen. Liegt, glaube ich, noch im Rahmen des Machbaren. Naja, gut. Könnte man sich drum streiten. Darum könnte man sich streiten. 7000 plus! Puh. Halleluja. Ich würde sagen, das wird leider abgerissen, liebe Leute. Tut mir ja leid, aber das geht so nicht. Wir brauchen mehr Geschäfte. Und vielleicht auch hier. Auch wenn ich es ja eigentlich vermeiden wollte in den letzten Folgen, wie ich ja selber gesagt habe. Aber wir brauchen mehr Geschäfte hier in der Stadt. Und ich glaube, die Leute freuen sich. Weil die Industrienachfrage ist gerade so hoch. Das hätte ich ja echt nicht gedacht. Können wir jetzt eigentlich auch Büro bauen? Oh, wir haben Büro. Büro, Büro. Natürlich passt hier Büro absolut gar nicht rein. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier nicht einen Bürozweig machen wollen. Würde ja eigentlich passen. Also hier so. Das passt doch hier rein. Büros sind gern gesehen. Das interessiert doch jedes Schwein. Ein paar Bürogebäude, das passt ganz gut. Können wir natürlich auch hier eigentlich weiter fortsetzen, aber da will ich eigentlich mehr Commercial machen. Aber lassen wir sie erstmal aufbauen. Und wir müssen uns überlegen, ob wir hier wirklich eine Ausfahrt reinknallen. Weil theoretisch wird die Straße ja auch größer. Hier. Behaupte ich jedenfalls mal. Oder hatte ich eigentlich vor, sagen wir es mal so. Was sagt eigentlich die Bushaltestelle? Weil letztes Mal war die so ultra voll. Aber jetzt geht's wiederum. So viele... Was ist das hier? Der grüne Laden. Fair gehandelter Kaffee. Bio-Buden. Das ist ja süß. Das sieht ja drollig aus. Wohnweg momentan gar keiner bei uns. Die Nachfrage ist zwar immer noch ein bisschen gegeben, aber hält sich in Grenzen.
Okay. Ja, was wir hier noch machen, da könnten wir uns wirklich was überlegen, ob wir hier irgendwas Besonderes machen. Ein großes Einsatzgebäude, ich weiß es noch nicht. Könnte man echt überlegen. Da meckern sie über Arbeiter, wer hätte es gedacht, aber... Da müssen wir mal gucken. Ach, ich kann ja schon das nächste Gebiet holen. Ach, der liebe Güte. Ja, ich ärgere mich natürlich wortwörtlich darüber, dass wir uns entweder das holen, um nur die Zuganbindung zu kriegen. Ja, dann haben wir aber auch hier diesen dicken Berg, ne? Das haben wir hier, naja, hier hätten wir den ganzen Fluss. Ja, alles nicht so geil, oder Knorke. Aber hier hätten wir noch das nächste Örtchen, sag ich mal. Da hätten wir den ersten Zug. Welcher auch nicht verkehrt wäre. Aber müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Noch brauchen wir das nicht. Natürlich doof, dass das hier so solchen Gebiet ist. Von der Eiswürfelfabrik. Die liefern die Kohlekraftwerke. Alles klar. Ich verstehe. Ja, die Leute fragen sich, kommen hier nicht zur Arbeit. Ja, das ist mir ein Rätsel gerade. Weil ein großer Bus, der fährt ja von hier theoretisch ja komplett hier hin. Aber auch nur hier hin. Klar, die Anbindung fehlt. Wir bräuchten natürlich jetzt irgendwie einen Bus, sage ich mal, der... Wo haben wir denn hier die nächste Haltestelle? Hier war sie. Ja, ungünstig platziert, würde ich sagen. Müssen wir mal gucken. Wir könnten ja irgendwann mal hier einen Bus fahren lassen, der... Ja... bis zum nächsten Dorf halt hält. Und eigentlich wollte ich das da machen. Das nächste kleine Dörfchen. Natürlich wäre es da oben auch möglich. Aber das ist natürlich echt ein krasser Weg. Oh. Ach Leute, wir machen so viel Geld. Ich glaube, ich besorge mir hier mal den... Das kostet ordentlich, aber... So haben wir immerhin die Möglichkeit, auf Brände zu reagieren. Müssen wir mal schauen. Ne, das ist es doch gar nicht, oder? Eine Sauna. Rettungshubschrauber-Depot. Ne, das wollte ich gar nicht. Da. Oh, das ist ja ärgerlich. Ne, dann würde ich das gerne anders haben wollen. Das soll schon gerade sein. Gnadi! So ungefähr. Und dann... So richtig gerade, aber da liegt doch daran, dass das ja eine leichte Kurve ist hier. Ja, wow. Sehr schön. Das sieht natürlich super geil aus. Wollen wir das mal ein bisschen auflockern hier. Natürlich können wir das nicht perfekt auflockern. Aber so ein bisschen können wir schon daran wirken, dass das nicht so scheiße aussieht. Und so geht's halt noch so einigermaßen. So, die Hubschrauber fahren natürlich. Fahren vor allem... Die Hubschrauber. Die fliegen, verdammte Hühnerbrühe. Ich meine, das liegt ja alles hier im Raum. Von da aus passt das schon mal.
Das ist auch abgedeckt. Das heißt, theoretisch haben wir hier erstmal Ruhe. Das lassen wir dann auch erstmal so. Das sieht ja aus. Die Büros. Die sehen ja mal komisch aus. Vielleicht liegt es auch jetzt am Regen, dass das so komisch aussieht. Und ich bin unzufrieden mit der Sache hier. Ich glaube mal, dass wir da in ferner Zukunft uns echt was überlegen werden müssen. Oder ich mir etwas überlegen werde, weil das gefällt mir absolut nicht hier. Vielleicht wird das hier eine Hauptstraße. Vielleicht wird die auch geradeaus durchführen. Oder einen halben Knick machen. Ich weiß es noch nicht. Weil das werden ja hier doch schon Straßen werden, die von Bedeutung sind. Und von da aus so, habt ihr jetzt alle Arbeit? Naja, wie schaut es denn überhaupt aus mit der Bildung momentan? Ich habe das so das Gefühl, dass wir da ein bisschen was. Ja, da reicht's noch. Oh, die Universität. Was, das soll eine Universität? Wollte schon sagen. Ha, ja, Universität. So viel dazu. Es war klar, dass die teuer wird. Bam, badam, bam, 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 badam. Tja, wo soll die Universität hin? Ich meine, wir brauchen auf jeden Fall eine. Da brauchen wir auf jeden Fall eine. Also hier im Dorf, da soll keine mehr hinkommen, das ist klar. Das ist irgendwo klar. Den Raum lassen wir uns noch offen für andere Sachen, die wir hier noch hinballern können. Aber eine Universität, da sollten wir uns jetzt echt einen guten Platz aussuchen. Also hier haben wir eine Straße, die führt uns nichts, das ist klar. Aber hier können sie abbiegen in die Straße. Und die soll ja eigentlich... Eigentlich soll sie ja nicht rund verlaufen, sondern hier weiter geradeaus, habe ich mir eigentlich gedacht. So in diese Richtung. Deswegen werden wir da jetzt mal ganz kurz was ändern. Tut mir ja leid für die Leute hier. Ja, die freuen sich. Ah, keine Straße mehr. Woo! Vielleicht würden die sich dann treffen. Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Eine Hauptstraße müsste eigentlich hierhin verlaufen. Ach ja. Wenn das regnet, sieht das alles ein bisschen anders aus in dem Spiel, muss ich ja mal sagen. Da muss ich erstmal klarkommen. So, hier haben wir ja schon eine Schule. Und das wird wahrscheinlich auch eine Hauptstraße. Da habe ich jedenfalls vor, dass das eine wird. Weil hier die Straßen ja eh schon relativ gut benutzt werden. Tut mir ja leid für die Leute jetzt hier, aber... Hier müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Weil das gefällt mir hier nicht. Nicht Upgrade, sondern Kurventool. So. Ja. So, und ob wir das denn hier so fortsetzen wollen, weiß ich nicht. Jedenfalls nicht so. Können sie jetzt erstmal da verlegen und können hier die Straße zwar fortführen, aber vielleicht mit einem kleinen warum geht das nicht? Ach ja.
deswegen nicht. Okay. Das gehört uns ja noch nicht. Deswegen können wir da noch nicht bauen. Alles klar. Können wir denn die Schule da auf die andere Seite hinknallen? Doch, können wir. Da war es doch eben. Finde ich so besser. Passt besser rein. Was wollte ich noch? Ein Wegele. Wo haben wir den Weg? Ach, das geht nicht. Okay. Ach so, das geht nicht. Komisch. Ich hätte gedacht, das geht. Das geht auch noch. Okay, egal. Wir lassen das erstmal so, so gefällt es mir eher. So haben wir hier die Hauptstraße. Den Kreisverkehr muss ich auch noch anders machen. Den muss ich abrunden. Ach du liebe Güte. Das konnte ich mir nämlich schon vorstellen, dass das jetzt passiert. Weil die fahren natürlich alle hier drüber. Über die Straße hier. Fahren sie alle da drauf. Um hier unten ins Industriegebiet zu kommen. Das ist natürlich ordentlich Verkehr. Ja, wäre schon die Frage, ob wir hier noch eine zweite Straße rausführen wollen lassen. Ja, ja, so ist das mit dem Verkehr. Da müssen wir uns wahrscheinlich andere Sachen überlegen. Ich meine, theoretisch fließt es ja, aber ja. Es läuft. Es fließt. Muss man ja mal sagen. So, der Kreisverkehr soll ja eigentlich immer fließen. Ach, ich muss den Kreisverkehr neu machen. Das sieht scheiße aus. Müsst ihr doch selber zugeben, oder? Ich mache da lieber einen größeren draus, dass der halt ein bisschen breiter wird, sage ich mal. Aber dann auch mehr Volumen umfasst. Aber so momentan, wie das ist, ist es ja scheiße. Muss man ja mal sagen. Und die meisten fahren dann auch hier drüber. Sehr interessant. Wir gucken mal. Wir haben ja das Tool zum Schauen, wie die Autos denn fahren. Wenn wir uns... Nicht Fluchtwege, was mache ich denn da? Sagen wir mal von der Straße. Also ganz viele wollen natürlich ins Wohngebiet. Aber wie wir sehen, fahren hier verdammt viele... ins Industriegebiet und natürlich auch da unten hin, aber die nehmen den geraden Weg. Der Weg hier aber. Wir müssen mal gucken, ob wir eine Möglichkeit haben, eine Verbindung zu schaffen für die LKW-Fahrer, dass die halt zur Autobahn kommen. Weil die wollen natürlich dann auch alle wieder zurück irgendwo. Ja, und die fahren natürlich alle hier drüber. Klar. Logisch, logisch und klar. Weil momentan ist ja das die einzigste Verbindung. Jetzt ist natürlich meine Frage, was wäre denn, wenn wir hier eine Auffahrt hätten, eine ganz lange? Das können wir ja einfach mal austesten. Und wir gucken uns mal dann den Verkehr an, wie das dann aussehen würde. Oh, ich mag dieses... Das soll schon schön aussehen, liebe Leute. So, jetzt haben wir hier eine Verbindung geschaffen. Und vielleicht sogar machen wir... Das gleiche... Nein. Ist zwar schön gedacht, aber nein.
Ja, das kann vielleicht bleiben, obwohl da... Nee, nee, wir müssen das absenken. Und da haben wir den Punkt. Ja, ungefähr haben wir da den Punkt. Okay, wir haben jetzt erstmal eine Auffahrt. So, mal gucken, inwiefern das auch genutzt wird. Ob sie sagen, nö, wir fahren da mal geradeaus. Aber ich bezweifle es, weil der Weg ist wahrscheinlich nicht unbedingt weltbewegend schneller. Oder wir machen die Kurve hier steiler. Aber rein theoretisch ist der Weg doch schneller, oder nicht? Weil hier dürfen wir es ja auch nicht, wir dürfen das nicht verbieten, sage ich mal, ne? Das ist das Problem. Also hier fahren zwar kleinere schon hin, aber klar, das ist denen nicht schnell genug. Wir verbinden mal die nächste Straße. Ich will mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass die gewisse Güter das dann übernehmen würden, aber... Ach, guck mal einer weg. Das ist auf einmal besser. Ich glaube, so haben wir dann ein bisschen Verkehr gedrosselt, oder? Weil so können die hier links abbiegen. Weil hier eine Auffahrt, dass wir hier rausfahren können, macht keinen Sinn, würde ich sagen. Oder macht das Sinn? Eigentlich nicht. Wüsste nicht wozu. Aber so freut es mich, dass hier denn der Hauptverkehr läuft. Und hier können sie ja mit 80 Sachen hier dann hin und her brettern. Das ist mir dann relativ Käse. Sag ich mal. Aber die Bäume müssen hin. Mal wieder dahin. Der Capella macht das ja. Der macht das schon, der Capella, wa? Wenn die Bäume hier wieder abgerissen werden, bastelt der die da einfach wieder hin. So ein Frevel. Dadadab. Ja, das ist ja Messerschneide, hier da einen Baum zu platzieren. Halleluja. Okay. Besser können wir es gar nicht haben. Würde ich sagen. Klar, die Strecke wird noch nicht genutzt, wie auch. Ich würde immer noch sagen, ich habe das jetzt geändert, oder? Kann das sein? Ist das schlimm. Ihr dürft immer fahren, Leute. Die müssen stoppen. Ist ja nun mal so. Stop. Stop. Weil alles andere macht, würde keinen Sinn ergeben. Dann würden wir eher Staus generieren. Das muss ja nicht sein. Wenn das hier schon eine Autobahn ist. So. Sehr gut. Ja, da ist das Gate schon wieder ein bisschen in den Keller gegangen. Strom haben wir genügend. Wasser, vor allem Abwasser wird knapp. Wir haben noch nicht die neue Art und Weise. Außer doch, Ökowasseraustritt. Die grüne Alternative des Ökowasseraustritts ist zwar kostenaufwendiger, reinigt jedoch aus das austretende Wasser so, dass die Verschmutzung reduziert wird. Kubik. Was macht die? Das Doppelte. Kostet 4000. Ja, kostet mehr. Unterhalt ist aber ja auch teurer. Gut.
Wir brauchen es aber von da aus. Ne, was soll's. Sind wir ein bisschen öko. Da ist ein kleiner Filter dran, wie man sehen kann. Das kostet halt ein bisschen mehr. Aber wir machen ja auch gerade gut Plus von da aus. Ich würde auch sagen, ich kaufe das Kästchen hier als nächstes. Alles andere würde erstmal keinen Sinn ergeben, glaube ich. Nur wegen der Anbindung jetzt zu kaufen, ist doof. So, jetzt haben wir einen riesen Platz hier. Riesen viel Platz. Und wir haben hier den kleinen Kackhügel. Den habe ich ja fast schon wieder vergessen. Was mir ein bisschen Sorge macht, um ehrlich zu sein. Okay. Die Nachfrage nach Wohn ist wieder da. Wie kommt das denn jetzt auf einmal? Interessant. Ich meine, wir können ja eh noch ein bisschen Industrie basteln. Das ist ja nicht das Problem. Die Möglichkeit hätten wir ja auch hier noch. Eine kleine Straße zu schaffen. Warum nicht? Es passt halt einfach gut ins Bild. Vielleicht nutzen wir auch noch die Felder hier. Aber ihr merkt, wie viel Verkehr hier los ist. Das ist schon einiges. Deswegen will ich das auch nicht zu überdoll machen. Aber ja. So, brauchen wir eigentlich diese Stromleitung da noch? Nicht wirklich. Vielleicht machen wir das auf der anderen Seite. Weil dann können wir die hier abreißen. Oder? Ist doch besser, glaube ich. So, dann machen wir das. Reißen wir das ab. Können hier gegebenenfalls auch noch kleine Geschäfte hinknallen. Rein theoretisch könnten wir es tun, müssen es aber nicht. Vielleicht nur für hier. Oh, verkauft. Weg. Gut. Ich würde sagen, das war das erste, der erste Streich, wohl bemerkt. Und, müssen mal überlegen. Also ich halte wirklich daran fest, dass wir das noch kaufen werden. Das, das, das und das. Als nächstes wahrscheinlich das und dann wahrscheinlich das. Weil jetzt hätten wir hier auch die Möglichkeit, hier eine Anbindung zu schaffen. Beziehungsweise hier ein kleines Dorf zu machen. Möglich wär's. Wir können ja mal grob die Planung schon mal machen. Capella, warum machst du das denn mit so einem Kackstraßen? Ja. Der Unterhalt, natürlich, Leute. Der Unterhalt. Der Unterhalt. Mehr ist es nicht. Es ist einfach nur der Unterhalt. Man bezahlt da sich dumm und dusselig. So gesehen, nur für den Unterhalt. Okay. Hier könnte ein Dorf hin, da könnte ein Dorf hin. Und vielleicht verbinden wir das dann auch. Natürlich sieht der Berg absolut geil aus. Den finde ich richtig cool. Machen wir hier mal eine kleine Kurve rein. Dass wir da so lang fahren würden. Warum geht das nicht? Achso. So, dass wir schon mal grobe Vorstellungen haben. Vielleicht haben wir hier auch noch irgendwie die Möglichkeit. Aber das wäre zu viel des Guten, wenn wir hier... Wir können es ja einfach mal grob hinbauen. Geld kosten tut es uns ja alle Male, von da aus... Das heißt, wir hätten hier eine Verbindung. Natürlich müssten wir dann hier wieder erhöhen, die Straße. Aber so hätten wir jedenfalls hier eine Verbindung.
Wahrscheinlich dann auch hier so eine Verbindung, die dann hier hinführt. Und jetzt können wir auch die Straße hier verbinden. Nee, können wir nicht. Doch, können wir. Okay. So, was sagt er nochmal? Gucken wir uns nochmal alles ganz genau an. Der Verkehr sagt immer noch, dass hier verdammt viel los ist. Hier ist viel los wegen den Bussen. Das ist aber auch verständlich, dass da viel los ist. Da könnten wir uns echt überlegen, ob wir da an den Haltestellen natürlich so eine Busallee machen. Aber rein theoretisch... Alter Falter, was ist denn hier los? Ich muss ja noch mehr Busse eigentlich gefühlt einstellen, weil hier so viel los ist. Aber da passen immer alle rein. Das ist ja interessant. Was sagt denn die Buslinie allgemein? Ist die doch bestimmt gut benutzt, oder? 229 pro Woche. Ja, das ist ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. So, was sagt der Müll überhaupt? Ich habe so das Gefühl, dass wir... Doch, wir liegen noch im positiven Bereich, da wir hier so viel haben. Ach, wir haben endlich mal die Müllverbrennungsanlage. Hey! Aber auch die macht Müll, wie wir gerade sehen können. Setzen wir mal dahin. Und ich überlege, ob wir hier noch eine zweite Verbindung machen. Ich weiß es nicht. Aber rein theoretisch wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Wir gucken mal, wie das ausschaut. Ich meine, den Platz haben wir ja eh noch nicht besetzt. Und theoretisch können wir es aber besetzen. Ja, ist aber schon doof, wenn es da wäre. Machen wir erstmal gerade. Obwohl das hier gar nicht so richtig gerade geht. Das liegt aber auch nur wegen der Kurve hier. Vielleicht machen wir das mal weg. Und machen hier so gesehen erstmal das. Und würden das dann verbinden im weitesten Sinne. Und ab hier könnte man ja überlegen, ob man diese Kurve dann macht. Das gerne da anbringen wollen. Dann hätte man nämlich auch hier die Möglichkeit, das zu verbinden. So, Stromprobleme. Ja, ich habe es gesehen. Ach, jetzt wollen die Leute wieder einziehen. Heidi Jasses. Okay. Oh, wieder normalen Trampelweg bauen. So. Und dann reißen wir das hier nämlich mal ab. Das gefällt mir eh nicht. Entweder das wird eine zweite Verbindung hier ran. Wir machen das hier mal kurz weg. Mach's alles kaputt, Capella! Ja, so ist das leider. Also ich würde ganz gerne irgendwie so eine Ausgangsposition haben, dass das hier so eine Strecke wird, die bis hier hingeht. Dann wird es eine Einbahnstraße, die bis da führt. So, so viel erstmal dazu. Dann habe ich mir vorgestellt, verbinden wir wieder gewisse Punkte, damit das wieder, ja, so ist, wie wir es hatten. So, ungefähr. Ich bin da nicht so super stolz hier auf diese Ecke hier, weil das sieht nicht so geil aus, um ehrlich zu sein. Das merkt er wahrscheinlich selbst. Da werden wir noch ein bisschen herumexperimentieren müssen. Aber ich finde, das hier geht schon irgendwie klar. Halbwegs. Wir müssen mal schauen. Wahrscheinlich werden jetzt viele auf diese Sache hier verzichten und wahrscheinlich eher den Weg hier nehmen.
Weiß nicht, ob das so gut war, die Strecke hier. Aber, wie wir sehen, es gibt immer noch Autos, die fahren auch rechts lang. Wahrscheinlich nur wegen der Gedanke Autobahn schneller. Scheint zu funktionieren. Scheint in Ordnung zu sein. Ja, ja, das sind die allerersten LKWs, die dann da fahren. Interessant. Okay, wohnen wollen sie wieder alle hier. Das war so typisch. Das ist so typisch. Ja, hier müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben wollen. So, Strom, hä? Naja. Obwohl, wir müssen gar nicht mehr das da oben verbinden. Das finde ich ganz gut. Das weg. Aber der Park, der ist leider etwas, ja. Dafür kann er doch dahin. Da freuen sich doch auch die Leute. Ne, wir lassen das da mal. Okay. Wie schnell die da fahren. Stoppschilder muss ich nochmal ganz kurz glupschen. Und dann würde ich sagen, war es das schon fast für diesen Part. So, hier nix. Da auch nix. Ist in Ordnung. Okay. Hier haben wir immer noch unsere Stoppies. Ist alles richtig. Passt. Wunderbar. Wackelt. Hat Luft. Okay. So, jetzt ziehen sie hier oben wieder ein. Freuen sich ein Keks. Aber Geschäfte bräuchten wir noch mehr. Ganz schön große Dörfchen, nicht wahr? Liebe Leute. Müssen wir echt so langsam überlegen, wie wir das fortsetzen wollen. Oh, hier können wir ja noch viel... Ach, du liebe Güte, hier habe ich ja... Was sind denn das hier für Lücken? Ach, wegen Upgrade der Straße. Ja, mein Fehler. Wieder ganz vergessen. So rein theoretisch könnte man hier auch Commercial Stuff machen. Würde jedenfalls passen. Sagen wir mal so. So, die Nachfrage ist mal wieder den größer denn je. Wir machen mal wieder auf normale Geschwindigkeit. Und würde sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da oder auch gerne einen Kommentar. Und selbst wenn es euch nicht gefallen haben sollte, schreibt es mir in den Kommentaren, warum. Und ja, ihr könnt mich gerne abonnieren, denn so verpasst ihr keine Folge mehr von City Skylines, jedenfalls von dieser Folge und von dieser Serie. Und ja, in dem Sinne halte ich jetzt meinen Schnabel und lasse den Cinematic-Modus noch ein bisschen laufen. In dem Sinne, bis zum nächsten Part.